Herzlich willkommen, Gudrun Fleischmann. Sie ist nicht alleine gekommen, Sie werden sich selbst vorstellen. Herzlich willkommen bei Volume 5. Danke. Wir sind Architekten, wir heißen Fleos Architektur, Gudrun Fleischmann, Thomas Oswald. Und wir kehren jetzt zurück in die Normalität, weil diese Urban Disasters, die versuchen wir möglichst gering zu halten. Wir beschäftigen uns schon seit langem mit dem Thema Raum erzeugen, also Raum, Innenraum, Umraum, Zwischenraum. Das ist ein temporärer Raum in der Stadt, in Barcelona war das eine Installation. Da sieht man, was aus PET-Flaschen und Kartons werden kann. Das ist ein Frühlingsteppich, der sich in einem großen Innenhof platziert hat für einige Zeit. Ja, die temporären Räume sind eigentlich immer geprägt von Dingen, die man so am ersten Blick nicht erkennt, haben verschiedene Parameter, die man da versucht einzubauen, zeitliche Achsen, den räumlichen, vor allem den beweglichen Teil. Das Thema Licht ist auch ein sehr raumbildendes Element. Licht und Schatten, die Luft, die Dimension der Höhe. Das Durchwandern, immer verschiedene Einblicke zu erhalten in Strukturen, in Räume, in unserem Umraum, das ist was sehr Wichtiges. Da haben wir Raum erzeugt durch Wasserwände, die auch ganz temporär praktisch in der Nacht einfach in die Höhe geschossen sind und dann wieder verschwunden sind. Das war ein Projekt für den Wallersee. Innenraum, Umraum, das Verschmelzen, das Ineinanderfließen, das sich zurückziehen können und doch wieder davonfließen, je nachdem in welche Richtung man schaut, das sind Dinge, die man jedenfalls bewusst wahrnimmt, die Einblicke, die man zeigen möchte. Das ist Raum in einem denkmalgeschützten Bereich, wo der Außenraum eigentlich in den Innenraum geholt wird. Das ist eine Alm, wo sich der Boden bis an die Decke zieht im Prinzip. Raum erzeugt durch Licht und Schatten, diese Wände verschwinden und erscheinen. Das heißt, die Figuren verschwinden und erscheinen, der Raum wird plötzlich ganz schwarz bzw. hell. Die Bewegung mit Licht und durch Licht ist auch ein sehr zentrales Element. Auch statische Gegenstände werden auf einmal beweglich, wenn das Licht, der Schatten, die Tiefe, auch die Farbe sich verändert. Und das sind alles Bereiche, die natürlich schwer greifbar sind, die einen ständig auch beschäftigen im Umgang damit, eben den Raum, unsere Umwelt, unsere Umgebung zu verändern. Das multiple Element und damit sozusagen auch eine Struktur schaffend, das ist auch ein Teil einer Ausstellung, ist etwas, das man im normalen Umfeld natürlich nicht so wahrnimmt, aber dann doch eine Transformation von Raum ermöglicht. Wasserblau, ja. Ja, da ist eine Struktur in den Raum gestellt, die praktisch ein trennendes bzw. auch ein visuelles und auditives Element hat. Man kann hören, man kann sehen, man kann riechen, fühlen. Das Ganze wieder in einem bereits lang bestehenden Objekt. Da geht es um das Thema Schönheit, um das Thema Haut, um das Thema Falte, Glätte. Wie geht man damit um? Wie geht man überhaupt mit dem Thema Schönheit um? Weil wir uns alle eigentlich permanent damit auseinandersetzen, in welchem Umraum bewegen wir uns? Wie bewegen wir uns in dem Umraum? Wie wirken wir? Wie sind wir? Wie erscheinen wir? Das war das Thema bei diesem Projekt. Steht
steht eh an der Wand, haut schlaff, straff. Ja, anfangs sind diese Steinschichten gekommen. Der Versuch hier, das ist grundsätzlich eine lapidare Garage, aber auch da über Lichtführung, über Materialitäten in der Natur, das ist in der Wiese stehendes Haus, also ohne großartigen Umraum, einfach diese Schichtungen wieder zu finden. Ein überbrückender und verbindender Gang einer Schule, von der Schule zum Turnsaal, der selbst sozusagen Raum bildet, indem er da diese beiden Gebäude über die Straße verbindet, in sich selbst aber wieder Raum schafft für den Ausblick. Das ist eine erweiterte Schulklasse, also das ist der vorgehende. Hier nochmal irgendwie auch dieses Thema Licht, Schatten, die Schichtungen vorne, hinten, das sind Dinge, die jetzt im direkten Umgang mit Material auch ganz wichtig sind. Ein Natur und wie schon vorhin erwähnt, das Material ist einfach etwas, das man natürlich angreifen kann und auch spüren kann, riechen kann. Ja, das sind einfach dieses Thema des Ineinanderfließens, des in das Haus holen, in dem Fall des Umfeldes und diese Grenzen aufzulösen, die natürlich Räume auf der einen Seite bieten und auch haben sollen und dann doch wieder verschwinden. Ausblicke, wenn man den Blick oft schweifen lässt, sich dann irgendwo in Details verliert, die mit dem primären Raum eigentlich nicht viel zu tun haben, aber doch das Umfeld einfach mit hereinbringen. Dankeschön. Sie haben ein Haus baut, sie haben ein Haus baut, sie haben unser Haus herbaut. Sie haben ein Haus baut, sie haben ein Haus baut, sie haben unser Haus herbaut. Gestern noch bin ich schon beim Fenster noch hinaus, heute in der Früh haben sie meine Himmel schon verbaut. Sie haben ein Haus baut, sie haben ein Haus baut, sie haben unser Haus herbaut. Sie haben ein Haus baut, sie haben ein Haus baut, sie haben unser Haus herbaut.